Die drei Vorredner haben heute vor allem über praktische Auswirkungen der imperialistischen Politik geredet und einerseits, wie man ihr widerstehen kann, inwiefern das eben auch mit den Geschehnissen in Europa zusammenhängt und eben auch, dass es auch wichtig ist, eben Hilfe vor Ort zu leisten, um eben genau diese Politik zu bekämpfen, auch gerade aus europäischer Sicht. Ich möchte jetzt hingegen einmal eben über die theoretische Dimension dieses Themas reden und dabei bei einem, ja, glaube ich, sehr weit verbreiteten Klischee anfangen, das bei uns im Westen herrscht und damit auch in Europa, nämlich die politische Einteilung in links und rechts. Wenn man dieser klischeehaften Einteilung in links und rechts folgt, dann sind die sogenannten Linken Leute, die einerseits internationalistisch orientiert sind, die immer antikapitalistisch sind, manchmal eben sich auch wirklich so verhalten, dass man glauben könnte, sie hassen ihr eigenes Heimatland und eben dementsprechend für Masseneinwanderung eintreten, beziehungsweise für die Rechte von Homosexuellen und allen möglichen Minderheiten, nur eben nicht für das Volk. Und genauso gibt es natürlich eine klischeehafte Darstellung der Rechten, die sehr weit verbreitet ist. Das sind dann in der Regel die Leute, die eben besonders kapitalistisch orientiert sind, die gegen Masseneinwanderung eintreten, gegen Islamisierung, also mehr oder weniger für die Bewahrung der eigenen Identität, aber eben auf der gleichen Seite eben auch alles verkappte Fremdenfeinde sind und eigentlich wirklich schon sowas pathologisch Krankhaftes, das Fremde Hassende an sich haben. Und ja, ich habe jetzt eben über diese zwei Kategorien von links und rechts gesprochen in der klischeehaften Darstellung der politischen Landschaft und wer sich da eben besonders vorteilhaft herausnimmt, das ist immer die Mitte. Weil die Mitte ist eben genau dieser Sektor des politischen Lebens, der eben nicht extremistisch ist, sondern der mehr oder weniger immer der Vernunft folgt, der sich gemäßigt verhält und eben liberal ist. Und genau diese liberale Mitte, die aber in Wahrheit eben alles andere als eben so friedlich und so freundlich ist, sondern im Gegenteil, wir haben eben vorher über die imperialistischen Interventionen eben in Syrien, in der Ukraine und auch in Lateinamerika gesprochen, eben durchaus auch hier ihre hässliche Fratze hat, aber eben auch gleichzeitig für eine Masseneinwanderung nach Europa eintritt. Genau diese gemäßigte Linke, diese sogenannte Mitte, hat eine große Angst. Sie hat Angst vor einem Schreckgespenst, das regelmäßig durch die politische Landschaft geistert. Und dieses Schreckgespenst ist die Querfront, also eben der Veranstaltungstitel des heutigen Abends. Was ist die Querfront aus der Sicht dieser sogenannten Mitte? Die Querfront, das ist ein Zusammenschluss aus der antiliberalen Linken und der antiliberalen Rechten, die genau diese gemäßigte demokratische Mitte bekämpfen will, um sie durch eine ja möglichst klischeehafte Diktatur zu ersetzen, die dann mehr oder weniger dieser riesigen, langen Epoche von Wohlstand und Frieden ein Ende setzt und uns direkt in die 40er Jahre zurückversetzt. Nun, wie wir, glaube ich, alle spätestens seit der Intervention in Jugoslawien wissen, aber eben auch anderen Kriegen, seit dem sogenannten unipolaren Moment auf der Welt, die durch Amerika provoziert worden sind, sei es jetzt eben in der Ostukraine oder in Syrien, verhält es sich anders. Es ist nämlich so, dass eigentlich diese Mitte das wirklich Extreme im Westen ist, in der westlichen Gesellschaft. Und das erleben wir anhand dieser Politik des Chaos, die im Nahen Osten praktiziert wird und eben nicht nur dazu führt, dass zum Beispiel im Irak über 100.000 Menschen einfach umgebracht worden sind, sondern die eben auch gleichzeitig dazu führt, dass diese Staaten, die immer von diesem westlichen Imperialismus betroffen sind, das ist jetzt egal, ob das wirtschaftlich passiert oder aber eben durch Angriffskriege, dass sie destabilisiert werden und eigentlich zerstört. Und das führt dann nach der Logik des Invades the World, also mehr oder weniger greift die Welt an und dann andererseits Invite the World, also ladet die Welt ein, Stichwort Mama Merkel, Refugees Welcome 2015, führt dann eben dazu, dass einerseits diese Staaten an der sogenannten globalen Peripherie nach Immanuel Wallenstein eben destabilisiert, zerstört werden und gleichzeitig ihre Menschen zu uns ganz zynisch importiert werden, um eben den kapitalistischen Unternehmen und den westlichen Staaten genau diesen Überschuss an Arbeitskräften zu bieten, den er braucht, um auch weiterhin Löhne drücken zu können. Was also insgesamt passiert, ist nicht nur, dass der Nahe Osten und der globale Süden zerstört und geschwächt werden, sondern es wird auch gleichzeitig Europa zerstört und geschwächt. Nur eben, wie gesagt, durch dieses zynische Spiel des einerseits
den Nahen Osten angreifen, andererseits eben für eine Massenmigration zu sorgen. Und das führt eben zum Ende der Nationalstaaten und zum Entstehen dieser Weltzivilgesellschaft, die sich eben dadurch definiert, dass sie eben auf Teufel komm raus versucht, alle Menschen aus der Peripherie, aus ihren natürlich gewachsenen Kulturen und Gesellschaften eben zu reißen, diese zu zerstören und sie eben hier wiederum zu integrieren. Das heißt, das, was hier passiert, ist eben nach der Logik des New American Century, das nichts ist, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist eine Denkfabrik in den USA, eine Entwicklung, die eben zu einer sogenannten Replacement Migration führen soll, das heißt eben zu einer Ersatzmigration, das heißt, wir werden ausgetauscht und es kommt eben zu diesem großen Austausch nach Renaud Camus, eben einem wirklichen Bevölkerungsaustausch, wo letztlich eben alle Menschen ihre Identität verlieren, eben nicht nur wir, sondern auch letztlich die Menschen des Nahen Ostens und des globalen Südens. Das bringt mich eben zu dem, was die neue Rechte unter Alain de Benoist eben geschrieben hat zum Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Masseneinwanderung. Wer vom Kapitalismus redet und von der Einwanderung schweigt, der soll den Mund halten. Aber genauso eben die Leute, die von der Masseneinwanderung reden, aber vom Kapitalismus schweigen. Genau das ist ein Spiel, das im Westen sehr stark gespielt wird und sehr gerne gemacht wird. Einerseits eben von dieser liberalen Mitte, aber andererseits leider auch von der sogenannten liberalen Linken und von der liberalen Rechten. Die einzigen, die von dieser Politik profitieren, sind die westlichen Eliten, sonst niemand. Weil diese politische... Nun, es ist zunächst einmal wichtig, dass man diese Idee des Antiimperialismus, das heißt des Vorgehens gegen das derzeitige Imperium, und das sind ohne Zweifel die USA und sonst eben kein Staat, der sich imperialistisch verhält, also Russland zum Beispiel ist definitiv nicht imperialistisch, um das noch einmal festzustellen, genau gegen dieses neue Imperium müssen sich die unterdrückten Völker dieses Planeten zusammenschließen. Und das eben am besten auf Basis dessen, was eben Alexander Dugin als multipolare Welt skizziert hat, nämlich einen Zusammenschluss der verschiedenen Zivilisationen, um eben dieser westlichen Zivilisation, die sich für allumfassend hält, für die ganze Welt umfassend entgegentreten zu können. Dabei kann man eben auch vielleicht Denker zitieren, die eben jetzt auch auf der Rechten wieder drauf kommen, dass es eben wichtig ist, genau diese rechten Leute von links und die linken Leute von rechts zusammenzubringen. Was heißt das? Das heißt, dass man eben die Leute auf der Linken, die sehr wohl wissen, dass es eben auch wichtig ist, die eigene Identität zu bewahren, sich auch gegen Masseneinwanderung einzusetzen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben auch die Leute von rechts miteinander zusammenzubringen, die sich sehr wohl dessen bewusst sind, dass der Imperialismus und der Kapitalismus eben auch die Haupttriebkräfte jener Entwicklung sind, die heute unser aller Identität bedrohen. Wenn wir also heute von Querfront sprechen, dann meinen wir damit nicht die Zusammenarbeit zwischen kommunistischen Parteien auf der einen Seite und irgendwelchen ultranationalistischen Parteien auf der anderen Seite, so wie das eben unter anderem in der Weimarer Republik der Fall war oder in anderen Epochen unserer Geschichte, sondern es geht vor allem auch um eine intellektuelle Querfront. Das heißt, dass man mehr oder weniger jede Kräfte auf der rechten und linken, die sich eben für das Volk einsetzen wollen und nicht für die Eliten, miteinander zusammen an einen Tisch bringt, um sie gemeinsam eben zu einem Kampf für Identität, für Antiimperialismus und eine multipolare Welt zusammenzubringen. Angesichts der herrschenden Vorurteile, die heute sowohl auf der rechten als auch auf der linken existieren, ist das keine leichte Aufgabe. Zum einen dessen, weil es eben viele rechtsliberale Menschen gibt, die irgendwie noch immer im Kalten Krieg leben und im Sinne eines dogmatischen Antikommunismus irgendwie alles, was jetzt nicht sofort hundertprozentig antisozialistisch und antikommunistisch ist, eben sofort als Kommunisten bezeichnen. Und auf der anderen Seite gibt es eben leider auch Linksliberale, die im Rahmen eines manischen, und damit meine ich eben wirklich manischen und nicht plausibel begründeten Antifaschismus, in letzter Konsequenz jeden dämonisieren, der eben noch eine Liebe zum eigenen Land empfindet und eben auch die eigene Kultur und Zivilisation bewahren will, bekämpfen. Das ist eben eigentlich so dieses große Kommunikationsproblem, das einen Austausch zwischen diesen beiden Lagern schwierig macht. Aber, und das ist auch das, was mich so sehr an der Tatsache begeistert, dass diese heutige Veranstaltung überhaupt möglich ist und dass wir sie jetzt durchführen können, es zeigt sich immer mehr, dass dieses Spiel der extremen Mitte, eben links und rechts, gegeneinander auszuspielen, genau dieses Spiel wird von immer mehr Menschen durchschaut. Und es erkennen auch immer mehr Menschen, dass der Hauptfeind
heute nicht links steht und nicht rechts steht, sondern dass der Hauptfeind heute in der Mitte ist. Und dieser Hauptfeind ist eben der Liberalismus in all seinen Ausprägungen, wie wir sie kennen. Natürlich darf man jetzt nicht illusorisch werden und sich denken, dass das, was wir jetzt heute machen und hoffentlich auch in Zukunft machen werden, ein großer Tabubruch ist. Das ist es nämlich auf jeden Fall, weil es eben genau dieses, wenn nicht schon zusammengehen, so doch eben diskutieren von Leuten von links und von rechts ist, die eben für das Volk sind und gegen diese herrschenden Eliten. Das, worum es heute auch vor allem gehen muss, ist, dass Europa seine Souveränität wieder zurückerlangt. Denn diese Souveränität fehlt uns sowohl im geopolitischen Bereich als auch im geistigen Bereich. Im geistigen Bereich ist es, wie gesagt, eben möglich, diese wiederherzustellen, indem man ein Zusammengehen jener Kräfte forciert, die eben, wie gesagt, auf kulturellem Gebiet konservativ orientiert sind und eben auch jener linken Kräfte, die vor allem auch eine antikapitalistische Wirtschaftspolitik vertreten und eben eine ideologische Fusion herzustellen, die eben dazu in der Lage ist, genau diese extreme Mitte zu sprengen, die uns alle unterdrückt. Es geht also darum, eine geistige Neugeburt Europas zu erreichen, die heute notwendiger denn je ist. Praktisch gesehen könnte man natürlich sagen, wäre ein erster wichtiger Schritt zur Wiedererlangung dieser Souveränität ein Austritt aus der EU und ein Ende des Menschenrechtsimperialismus, der eben genau diese katastrophalen Entwicklungen sowohl in Europa als auch im Nahen Osten ermöglicht hat. Ich denke aber, was noch wichtiger ist und was eigentlich so die politische Botschaft auch dieser heutigen Veranstaltung ist, ist einfach ein Imperativ, dass man diese Grabenkämpfe zwischen links und rechts sein lassen sollte. Es geht heute nicht mehr darum, dass man wie im Kalten Krieg mehr oder weniger den Kommunisten an die Gurgel geht, beziehungsweise respektive eben den Kapitalisten, sondern es geht darum, dass man jene Macht bekämpft, die uns alle verneint. Ob wir uns jetzt eben als Patrioten begreifen, ob wir uns jetzt als Kommunisten oder als Sozialisten begreifen, ob wir uns als Proletarier begreifen oder einfach eben als Europäer. Und das ist schlicht und ergreifend der Liberalismus. In diesem Sinne kann ich eben nur dazu appellieren, diesen Austausch, diese Kommunikation zwischen links und rechts, so wie wir sie heute gepflegt haben, fortzusetzen, um dann eben letztlich auch vielleicht für die Zukunft etwas aufzubauen, was dazu fähig ist, nicht nur einer österreichischen Regierung, die immer mehr neoliberal als patriotisch agiert, aber eben auch diversen Bewegungen, die glauben, sie können durch die Besetzung von alten Pässen Entwicklungen blockieren, die eigentlich mit Kriegen in Syrien beginnen, zu beenden, dass man vielleicht eben auch solchen Kräften zeigen kann, dass ein anderer Weg notwendig ist, dass man sich ideologisch umorientieren muss, um eben gemeinsam diesen Hauptfeind, nämlich den internationalen Liberalismus, zu bekämpfen. Danke. Ja.